So, wir gehen rein in die nächste Reaction. Türkei gegen Tschechien. Eskalation. Mert Abi Mulaga. Habe ich sehr Bock drauf. Das Spiel war gestern. Also ich nehme das Video gerade am Donnerstag auf. Das Spiel war gestern Abend. Wir waren Public Viewing. Das war geisteskrank. Das Spiel war so geil. Also, nee, die Stimmung war geil. Das Spiel war scheiße. Die waren mit 10 Mann besser als wir. Also die haben mit 10 Mann das Spiel gemacht. Wenn man ehrlich ist, sind wir unverdient weitergekommen. Aber trotzdem haben wir das Tor gemacht. Cenk Tosun kam rein, hat direkt eine Bude gemacht. Wir brauchen einen Stürmer. Und Cenk Tosun ist ein Stürmer. Und er kam rein, hat direkt eine Bude gemacht. Also Barış, der immer vorne drin spielt, der ist kein Stürmer. Er ist Rechtsaußenspieler. Und wo der dann rechts außen gespielt hat, habt ihr gesehen, wie geil der da durchgekommen ist und seine Flanken geschlagen hat. Das war so geil. Hakan Calhanoglu mit einem Baba-Tor, muss man sagen. Also ich bin sehr gespannt mit Mert's Stadionvlog. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe so sehr Bock drauf. Mal gucken, wie es so im Stadion war. Weil im Fernsehen bekommt man das nicht so viel mit. Ne? Assalamu alaikum Leute, was geht ab? Alaikum Heute salam. sind wir in Hamburg. Ich wollte gar nicht hier hinkommen. Es hat sich irgendwie spontan geklärt, dass ich trotzdem irgendwie ein Ticket bekommen habe. Hinter der Kamera. Stark. Türkei. Rede, rede, rede. Unser albanischer Bruder Almi. Wir haben gute Tickets bekommen für 270 Euro. Die Tickets haben sowieso schon einen Wert von 200 Euro. Heute brauchen wir nur einen Unentschieden. Leute, ihr habt das alle mitbekommen, was gestern passiert ist. Österreich ist Erster. Somit würden wir bei einem Unentschieden im Achtelfinale gegen Österreich spielen. Ich möchte Österreich nicht schlecht reden. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir besser sind als Österreich. Aber Österreich hört sich besser an als Frankreich oder Holland. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem riesen Respekt vor Österreich. Vor allem, wir haben das... Ja, auf jeden Fall. Also, Österreich... Vor allem, Testspiel war auch natürlich Katastrophe gegen Österreich, aber im Achtelfinale kann alles passieren. Also das Testspiel nehme ich jetzt gar nicht so wahr. So, es kann alles passieren. So, dann könnte man ja auch sagen, dass Deutschland gerade richtig, also schlechter ist als Türkei, weil Türkei gewonnen hat 3-2. So, also Testspiele sind halt dumm. Also, was heißt dumm? Jetzt darauf zu gehen, ist dumm. Natürlich sind die krass. Österreich ist meiner Meinung nach Top 4 gerade in der EM mit Deutschland, Spanien, Portugal sind die und Österreich natürlich. Das sind Top 4 Mannschaften in der EM, meiner Meinung nach. Also, ich finde die alle so krass. Und aber hört sich, wie gesagt, wie Matt gesagt hat, hört sich besser an als Frankreich, England, Spanien, Deutschland, ne? Mal gucken, wenn wir gegen Österreich weiterkommen, hoffentlich, dann spielen wir wahrscheinlich gegen Niederlande. Und die sind auch machbar. Also die waren auch nicht so gut, haben auch nicht so gut gespielt in der Gruppenphase. Aber wie gesagt, es kann im Achtelfinale oder in der K.O.-Phase kann alles passieren. Da kann der schlechteste Spieler, kann sein, dass Rumänien richtig krass performen wird. Man weiß es nicht. So, geisteskrank. Gehen wir rein. Komm. Das letzte Spiel 6-1 verloren, auch wenn es ein Freundschaftsspiel war. Ich habe schon Respekt vor Österreich, aber... Also Respekt auf jeden Fall, also nicht unterschätzen. Auf keinen Fall. Aber wichtig ist, dass wir heute auch nicht, dass wir unentschieden spielen. Ich sage euch ehrlich, das letzte... Achso, dass auch Georgien gewonnen hat, ne, ist auch geil. Also, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Portugal-Spiel. Ich war so enttäuscht von Türkei, dass ich heute Leistung sehen will und ich möchte heute einen Sieg sehen, weil sonst brauchen wir gar nicht ins Achtelfinale gehen. Ich hoffe, Türkei rasiert heute. Wir gehen ins Stadion, kommt mit. Das Hamburg-Stadion ist auch so ein geiles Stadion. Und wie lange das Stadion schon gibt? Boah, ich bin gespannt, wie es von drinnen aussieht. So, Freunde, hier geht's jetzt ins Stadion, einfach von draußen. Wir sind ums Stadion reingegangen. Wir könnten theoretisch in jede Abteilung reingehen. Boah, das sieht schon geil aus. Wow, Digga. Ich liebe Blau-Weiß. Lecker Haribo und schöne Schweinegelatine. Boah, guck mal, wie geil das Stadion aussieht. Wow, Digga. Ey, Jungs. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Hey, sind überall Türkei-Flaggen. Okay, krass. Einfach choreomäßig geplant, einfach vorher schon hier drinnen. Richtig geiles Stadion, boah, ich freue mich drauf. Okay, wir haben jetzt unseren Block gefunden. Direkt bei den Tschechen. Kann sein, wenn Türkei heute gewinnt, die werden uns totschlagen. Ah, passiert nichts, Digga, was soll passieren? Ich habe eh keinen Bock mehr. Komm, schlag mich tot, ich habe doch keinen Bock mehr, Digga. Okay, Reihe 16, Platz 30. Oh, es geht weiter rein, es geht weiter rein. Bruder, ey, stark. 270 Euro?
Wow! Dafür lasse ich mich sogar von einem Tschechen kaputt schlagen, sage ich ehrlich. Ja, ja, soll ich mich schlagen? Was soll passieren, Digga? So, komm, Digga. Wir haben keine Angst, Digga. Wo denn? Wo seid ihr denn? Das ist unsere Aussicht. Es geht nur noch besser, wenn man weiter reingeht, bisschen. So 20 Meter. Sonst sind wir schon Maximum. Natürlich ein bisschen an der Ecke, aber egal. Ey, komm, das Tor ist zwar ein bisschen scheiße, dafür habe ich hier die perfekte Aussicht. Ich will auch gar nicht mehr drumherum reden. Wir sehen uns direkt beim Anpfiff. Genau. Yes! Leute, wir sind mitten im Tschechenblock, Amelorin. Wenn ihr uns hier nicht tot weiß ich auch nicht. Türkei! Oh, Türkei! Wir sind mitten in dem Tschechenblock, Digga. Alter Junge. Ich höre gar nichts. Aber egal, erste Halbzeit haben wir eine gute Sicht. Mir geht's gar nicht gut. Gänsehaut! Türkei! Arda! Heidi! Ganzes Stadion ist ruhig! Alle sind ruhig, bitte! Oh mein Gott, Ferdi kann auch! Heidi, Arda! Heidi, Yavrum! Orta Lütschek! Mach was! Ja! Ja! Er rutscht aus! Warum ist das Video so scheiße? 720p? Hä? Was ist denn da los, Alter? Ja! Ja, Kenan! Oh. Sehr schön! Mann, warum rutschen die aus? Die rutschen die ganze Zeit aus! Guck mal bitte, was ein Fehlpass! Warum diese Fehlpässe? Bruder, es geht schon wieder los mit nur Fehlpässen, ja? Ich kann das nicht, Jungs, bitte, wir müssen hier gewinnen. Ein Unentschieden reicht uns auch, aber was bringt mir das, Bruder? Ich will dominant. Komm mal im Hintergrund, guck mal wieder. Diese 80. Anzeigen, ich will einmal vernünftig gewinnen, ja? Habt ihr gesehen, wie dieser Zeitblick? Wie heißt das? Ja, Alter! Zeit an. Alter! Das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Unglaublich. Dieser Schuss war nur für die Spielstatistik. War nichts Wildes. Aber bis jetzt ein geiles Spiel, Digga. Wir sitzen nur an der falschen Position. 100%, wir kriegen heute Schläge, 100%. Hier passiert irgendwas leicht. Sehr schön. Das war kein Foul. Ey, das ist Foul. Stark. Was? Was? Stopp! Gelbe Karte! Gelbe Karte! Yeah! Gelbe Karte! Bravo! Gelb-Rot! Stark! Zwei gelbe Karte! Raus! Und so schnell sind sie leise! Auf Wiedersehen! Boah, die Ecke brennt jetzt unnormal, Chat! Oh mein Gott! Wir kriegen Schläge! Boah, ist mir so scheißegal. Die sollen mich hier und jetzt kaputt schlagen. Ist mir scheißegal, Digga. Und wenn ich mit blauem Auge und gebrochener Nase heute nach Hause gehe, ist mir scheißegal, Bruder. Einfach ein Albaner wird heute kaputt geschlagen. Was hast du damit zu tun? Einfach ein Albaner sitzt hier, Junge. Hier ist ein Deutscher. Er ist Deutscher einfach. Ein Albaner und ein Deutscher. So, Spiel geht weiter. 22. Minute. Rote Karte, Tschechien. Aktuell haben wir die Nachricht bekommen, 1-0 Georgien. Das ist eigentlich für niemanden gut. Nicht gut für Tschechien, auch nicht gut für Türkei. Wenn Georgien gewinnt und Tschechien gewinnt, dann ist Hype vorbei, sage ich euch ehrlich. Dann sehen wir auch kein Österreich. Das Einzige, was wir sehen, ist nichts. Wir sehen schwarz. Ach, Jungs. Aha! Oh mein Gott! Arda Güler! Was hat der gemacht, Alter? Seitwärts hier einfach. Ey, der Typ wollte Fallrückzieher machen. Wenn das Ding durchgegangen wäre. Oh mein Gott, ich kann das nicht. Alter Schwede, Bruder, der Typ versucht hier einen Fallrückzieher, ja? Heide, komm. Wenn einer gute Ecken machen kann, dann du. Sehr schön. Sehr schön, Ecke. Oh,
Oh Mann! Wir kommen doch, wir kommen doch! Alle komm! Hey, hier wird einer gestritten. Hey, hier passiert gleich Schlägerei, ich schwöre, hier passiert Schlägerei. Die Typen hier sind betrunken, die machen die ganze Zeit Stress. Die Tschechen sind gerade mies getriggert und fangen schon an zu pöbeln. Der Alkoholspiegel ist noch ein bisschen hoch bei den Tschechen. Die suchen richtig Streit. Ich merke auch, wie irgendwelche Frauen, Bruder, versuchen mich zu provozieren von hinten. So richtig schlecht versuchen die zu provozieren, Bruder. Ich gehe aber nicht drauf rein. Aber ich sage, kann sein, dass gleich ein Tscheche den ersten Körperkontakt suchen wird. Und dann wird sie auf jeden Fall krachen. Und ich schwöre, wir provozieren nicht mal, ne? Höchstens, wir feiern mit. Wir schreien Türkei oder so. Wir provozieren gar nichts. Aber ich werde die ganze Zeit provoziert auch von hinten, ich merke das. Wie die ganze Zeit in mein Ohr schreien, die lachen aus und so richtig schlecht. Alter, komm, bitte mach deins rein, Junge. Ich glaube, beim 1-1 wird's krachen. Also, wenn die 1-1 machen. Ich glaube, dann wird der richtig provoziert, der Mert. Ja, damit die einfach leise sind, bei Gott, Digga. Aber die einfach Ruhe ist. Komm, 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 schöne Flanke. Schöner Pass. Komm. Ach, bäh. Okay, Jungs. Jetzt ist vorbei. Da die Hälfte sind Türken, die beefen sich mit dieser Hälfte Tschechen und wir sind hier. Ich bin hier. Hier ist mein AD einfach. Hier, genau hier. Das war's. Das war's. Er sagt zu mir, ich soll rübergehen. Hier passiert. Bruder, was macht der da dann? 100%. 100%. Der Albaner kriegt einfach heute Schläge. Nein. Freunde, jetzt die Polizei da. Weil hier die Situation war schon sehr, sehr, sehr angespannt. Guck mal, jetzt labern die, jetzt geben die dem Türken die Schuld. Obwohl das die sind, die Randale machen die ganze Zeit. Ach, Ben. Ach, Arda, ja. Der fasst mich einfach an. Die suchen Körperkontakt. Mann, nein, ja, don't touch me, dann fass ich. Okay. Don't touch me, okay? Don't touch me. Er fässt mich einfach an! Und dann heulen die rum, dass ich aufnehme, Digga! Warte! Die beleidigt mich einfach! Bruder! Ey! Yo, was will die? Die fassen mich an! Die fassen mich an! Die provozieren! Guck mal im Hintergrund, guck mal im Hintergrund! Ich seh die ganze Zeit, ich höre, wie getriggert die sind, ja? Guck mal, die beleidigen! Alter! Die beleidigen einfach! Guck mal! Eine Frau, Bruder, was will sie von mir, Junge, ja? Was willst du von mir? Okay, erste Halbzeit vorbei. Ihr wisst nicht, wie wir getriggert werden, ne? Das ist geisteskrank. Es wird krachen, 100%. 100%. Ich verstehe alles, aber was will sie von mir, ja? Was will sie von mir, Bruder? Und der eine kommt von oberstem Block bis nach unten, um mich so anzuticken. Alter, was so, irgendwas? Was willst du von meinen Eiern, Junge? So. Zweite Halbzeit beginnt. Heide Türkei, wir brauchen unbedingt ein Tor. Ich sag euch ehrlich, ich möchte auch nicht mit einem Unentschieden als zweiter Platz hier raus. Ist zwar gut, 4 Punkte, ne? Aber Bruder, wir spielen danach gegen Österreich. Eine bessere Aufstellung geht nicht. Also, wenn wir hier nicht gewinnen oder dominieren, wie willst du gegen Österreich es schaffen? Deswegen bitte, zeigt doch mal, was wir wirklich drauf haben. So, los geht's. Heide Türkei. Aha, es geht weiter, es geht weiter. Oh, schade. Es geht weiter. Wir müssen jetzt aufpassen, ja. Türkei ruht sich gefühlt auf diesem 1-0 aus, ja. Gar keinen Bock auf so einen Gegentreffer. Ich will gewinnen, Bruder. Komm, bitte. Ich bin gegen einen Mann weniger und führen 1-0. Oh.
Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Ich kann das nicht. Nach dem 1-0 ist noch mehr heiß geworden hier. Aber guck mal, das ist doch Offensivfoul. Der hat den Ball mit den beiden Händen. Und dann der springt in den Torwart rein. Hä? Verstehe ich nicht. Foul! Aber das muss ein Foul sein. Das muss zu 100% ein Foul sein. Fünfer Raum. Er kommt gegen den Torwart. Das wird überprüft. 100%, Bruder. Das hat man doch jetzt gerade gesehen, oder nicht? Das habt ihr doch auch gesehen, hä? Was denn jetzt, Bruder? Er gibt Tor. Jetzt wird's hier brenzlig. Jetzt wird die Hütte brennen. 100%. 0 Georgien. Bruder, hier, die Hütte brennt gerade. Das ist nicht mal normal. Also, jetzt ist aber ernst geworden, die Situation. Ach Leute, bitte, wir müssen gewinnen. Mit einem Unentschieden ist Türkei trotzdem Zweiter. Aber hey, wir müssen hier heute gewinnen, bitte. Ich kriege keine Luft. Ich bin am Ende. Oh mein Gott, wenn wir hier ein Tor kassieren. Aua, nein. Meine, die haben gerade das 2-1 geschossen, aber der Schiri hat schon vorher abgepfiffen. Also der hat voll gepfiffen und dann haben die ein Tor geschossen. Ich nehme gerade das Video mit einer zittrigen Hand auf, Leute. Wenn wir hier verlieren, Georgien steht 2-0. Wenn wir hier verlieren, wenn wir in der letzten Minute ein Tor kassieren, dann ist das Ding over. Meine Hände zittern, Leute. 85 Minuten und ich hab die Aura, dass wir ein Tor kassieren, ne? Alter, Tschechien drückt die ganze Zeit. Mir ist übel. Ich muss kotzen. Ich muss kacken. Ich zitter. Ich krieg keine Luft. Da wisch dich weg. Oh mein Gott, wisch dich, komm. Komm, bitte. Was machst du da? Was machst du da? Jetzt weiß ich auch, warum er nicht spielt. Jetzt macht es auch Sinn, warum er nicht spielt. Freunde, 6 Minuten Nachspielzeit. Unser albanischer Adam Riese, Adam Rizzoni, hat den Timer angeschaltet. Türkei lässt sich gerade Zeit. In was für einer Situation sind wir gerade gelandet? Dass ich hier Angst um mein Leben habe. Also wegen Türkei, dass sie verlieren noch. Dass sie noch rausfliegen aus dem Turnier. Boah, ich bin kein Stadionmensch. Hallo, Slanzise. Heute ist das Stadion gut drauf. Wir sind in Überzahl, komm. Was ist das für ein Schuss? Mann, wie kann man in Überzahl so schlecht sein? Heide, komm, Kerem. Heide, komm, Kerem. Mir hat Bier ins Gesicht bekommen. Und ich frage mich, warum streitet er sich? Ach Leute, oder die von oben werfen auch Bier runter. Ist doch egal. Ich dusche im Bier. Scheißegal. Wirf mich mit Bier ab. Wirf. Oh mein Gott, Leute. Timer. Zeig mal Timer. Okay, Spiel ist vorbei. Spiel ist gleich vorbei. Das Stadion dreht durch. Komm, pfeif ab. Yeah. Geil. Yeah. Vorbei, ja! Guck mal den an! Nein! Bruder, ich hab Gänsehaut, ich fang an zu weinen, ich schwöre! Guck mal die Frau! Ich hab Gänsehaut, Digga! Guck mal die Frau! Oh, Bruder! Dankeschön an meine Nationalmannschaft, dass ich diese Gefühle hier erleben darf. Ich schwöre es euch, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Inshallah gewinnen wir gegen Österreich. Und auch wenn nicht, dann lass es aus. Und ich bin dankbar für dieses Erlebnis. Nein. Perfekt. Nee, geiles Video. Mert Abi Mula. Ja, geil. Dass er da mitten in den Tschechien-Block war, war auch geistkrank, ne? Hat er fast Stress angefangen.
Ach, der war auch ein Spiel, ne? Ich will endlich mal ein Spiel haben, wo ich nicht schwitzen will beim Gucken. Ich habe Angst. Also ich schwitze beim Stehen und beim Zugucken vom Fuß, also, ne? Das Spiel. Also geisteskrank. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like, lasst ein Like, aktiviert die Glocke. Wir sind auf dem Weg zu 170. Digga, was ist das? Jedes Mal, wenn ich das am Ende sage, am Ende des Videos, denke ich mir, Digga, was laber ich da? Ist das echt? 170 ist geisteskrank. Ich glaube, wir haben jetzt gerade 165. Wir sind auf dem Weg zu 170, Diggi. Digga. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. 170. 170. Mach die gerne Vollkuss hier draus. Ich blende mal, glaube ich, hier noch ein paar Clips ein vom Public Viewing, die ich aufgenommen habe. Da war auch richtig geile Stimmung nach dem 2-1 und nach dem Abpfiff. Ich blende hier mal ein. Da war auch Pyros, alles drum und dran, aber ich glaube, ich habe die Pyros gar nicht aufgenommen, glaube ich, weil mein Akku leer war, Schere. Aber ich bleib mal hier alles ein. Isvan Kovac, der Unparteiische. Pfeif ab nach dem! Ruhe weg, jetzt gibt's einen Flitzer. Ja! Yeah! Dieser Tor! Wir sehen uns morgen zu einem Video und ja, hau rein, tschüss.